Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Ja, beim letzten Mal gab es wieder Nebenquests zuhauf. Kolonie 30 und in Diota hatten wir noch die ein oder andere Quest abgeschlossen und heute wollen wir in Kolonie Tau mal ein bisschen aushelfen. Da haben wir einige Questen vor uns. Zum Beispiel direkt hinter uns wartet schon eine. Und mit Roland reden wir da mal. Okay. An diese Federbirnen. Ach ja, die Tothähne, ne? Da war ja auch noch eine Quest. Ja. Wäre eventuell nicht schlecht, dann haben die weniger Probleme generell. Die Zinnoberginen habe ich wahrscheinlich. Bitte jeweils 50. Okay, keine Ahnung, ob ich genügend habe. Alright. Now to gather the offerings. The colony holds some deeply alien customs. Danke, das hilft ein bisschen. Grüne Nektarien sind es nur, die fehlen, ne? Oder muss ich das wirklich alles nacheinander abgeben? Ich weiß nicht mal, wo ich diese grünen Nektarien gezielt jetzt suchen müsste. Oder kann ich sie hier abbauen? Nee, da war keine von diesen grünen Nektarien drunter. Da müsste ich eine Weile lang suchen. Gucken wir erstmal hier dann weiter. Im Übrigen, nach Kolonie Tau machen wir wahrscheinlich mit der Hauptstory weiter. Weil danach haben wir nichts mehr an Questen. Oh, da habe ich meine grüne Nektarien. Totangas habe ich. Kritzer, Röslein habe ich nicht. Okay. Danke. Jetzt fehlen nur noch die Auberginen. Schön, dass die mir alles gibt. Kriege ich von dir auch noch ein paar Auberginen? Okay, ich bräuchte nur 16 von den Auberginen. Die werden wir wahrscheinlich irgendwie nebenbei noch sammeln. Dann gucke ich mal eben kurz in der Questliste. Was haben wir denn sonst noch an Aufträgen? Vorzurückkühlung. Der Totenbräuche. Nehmen wir doch erstmal die Totenbräuche. Das ist da hinten. Das habe ich schon vom Weiten gesehen, dass da richtig viele Leichen liegen. Na gut, da zuerst hin. So, wir sind jetzt so auf der Seite, wo wir hin müssen. We fought Kavessi hier. Many of my friends fell. Hm? What's that? Oh, looks like we can go on from here. That
Ich habe ihn mal aus dem Bild gepackt, eventuell kommt ja eine Sequenz. Ja, es kam auch eine Sequenz. Ihr labt euch nicht an den Leichen. Einmal eben kurz platt machen. Sie ist, glaube ich, nicht der Typ für so etwas. Sie ist zu nett. Welches Level haben die? Level 35, Level 33. Ja komm, den Kampf überspringe ich für euch. Der Kampf ging nicht besonders lang. Please, give them a peaceful sleep. Machen wir. Noah, would you mind? Mögen Sie im Frieden ruhen. Das ist traurig. Offenbar stimmt sie dem nicht zu. Das hast du schön gesagt.
eine Mission abgeschlossen. Ex-Kommandeur. Traurig. Na gut, dann an die nächste Mission, ne? Ich habe übrigens hier für gemerkt, das Zeug, was ich brauche, das wird mir auch deutlich angezeigt, wenn mir das vor der Nase liegt. Als nächstes dann die Vorratsrückholung, würde ich sagen. Nopo und Regis und das mit den Lehrern, das erledigt sich ja nebenbei. Und für das hier muss ich ja erstmal was sammeln. Okay, ich sehe von der Karte her, dass wir ein ganzes Stück laufen müssen. Mit dem Truthahn-Zeug gucke ich, dass ich gleich noch ein bisschen was sammle. Wir entdecken ja jetzt auch ein paar neue Gebiete. Und hier dürfen wir noch jemanden erstmal wegweisen. Da oben ist auch noch mal jemand. Ruhe in Frieden, mein Freund. Die anderen wissen leider nicht, wie man klettert. So, an der Seite hier komme ich hoch, sehe ich. Da hinten ist Kriech. Look, Kevis and Agnes are beefing. Ich misch mich mal nicht ein. Aber ich misch mich ein, diesen Container einzusammeln. Der ruft so verlockend nach mir. Ist das ein Wrack? Die Ecke hier haben wir halt auch nie erkundet. Ich will das nicht so unbedingt offscreen machen mit der ganzen Erkundung. Weil am Ende des Tages finde ich dann eventuell eine neue Kolonie. Und da hätte ich die First Reaction halt schon gern onscreen. Sieht so aus, als ob man da auch lang will. Oh, da ist ein Boss. Den Boss hier machen wir fertig, allein schon für den Reisepunkt. Das tausche Rakreen. Sollte nicht so lange dauern, wir sind ja 10 Level drüber. Einmal draufhauen. So, das trifft auch alle. Gut, Material. So, umgeworfen. Ich glaube, die Angriffskette überlebt er so oder so nicht. Und umgeworfen. So, Angriffskette. So. Jetzt ist an der Zeit, dass die Angriffskette ihr Ende findet. Den vernichten wir.
Ich hätte den Schaden schön hochgetrieben. Zack. Komm, greif mich an. Ja, das ist so viel dazu. Und geschmetterkillt. Das war ein sehr schöner Kill. Ich muss trotzdem noch irre weit laufen. Warum wollen ja alle eigentlich Stress mit mir? Guck mal, ich wusste es, bevor ich überhaupt neben denen stand. Das sind unsere Vorräte. Stimmt, das war von Colin Lander. Ihr könnt nix. Stimmen Lenz zu. Idioten. Ja, da muss ich mich dann jetzt erstmal wieder durchprügeln. Aber wie man sieht, halten die nicht viel aus. Und erledigt. Der Kampf ging nicht besonders lang. Nee, allen geht's gut. Ach, vielleicht habe ich jetzt ja wieder was ein bisschen bei Colonie Lambda zu tun. Ihr habt selber genug Probleme. Gern geschehen. Das wäre damit auch erledigt. Hier gibt es noch ein bisschen was zum Erkunden. Ich kann ja aber eben kurz Karte nutzen. Oder auch nicht, weil Colonie Lambda im Pentelas ist. Und von hier aus sehe ich nicht, ob die irgendwas an Aufgaben haben.
Ich würde hier gerne halt erst noch ein bisschen erkunden. Vielleicht finden wir hier noch das ein oder andere interessante Zeug. Wie zum Beispiel diesen Kanal hier. Braucht ja mal wieder ein bisschen Äther. Es sieht so aus, als könnte hier in der Richtung auch noch irgendwas sein. Genauso wie dieser Container mich da von oben anlacht. Dass er geöffnet werden will. Ich weiß, ich habe auch noch diese zwei Sammelquesten in Kolonie 4 und Kolonie 30. Aber da muss ich, wie gesagt, auch erstmal sammeln. Mit der Hauptstory will ich halt erst nächstes Mal oder übernächstes Mal, je nachdem wie es mit den Questen aussieht, weitermachen. Ich glaube, das Ding, da holen wir uns auch noch eben. Dann gucken wir in der Einrichtung und wenn da nichts ist, dann gucke ich da, wo dieser Nebel war noch. Und natürlich auch in Kolonie Namda auch nochmal ganz kurz vorbeischauen. Wenn da dann aber nichts ist, dann seht ihr mich in Kolonie Tau. Nachdem ich die Auberginen gesammelt habe. Jetzt aber erstmal den Weg darunter. Pforten von Dao. Ist das ein komplett neues Gebiet? Ich bin wieder auf der Seite hier. Ach, das ist ein anderer Weg, um hier hinzukommen. Ich war auf eine Sequenz eingestellt. Lol, wäre ich beim letzten Mal den Weg hier zu Ende gelaufen, dann hätte ich das auch rausgefunden. Ja, ich hatte den einen vorne mir beim letzten Mal noch geholt. Na gut, dann gehe ich nochmal zurück und guck noch in der anderen Richtung, ne? So, dann gucken wir mal, ob dort auch was ist. Da ist auf jeden Fall eine Hülle. Such is the officer's duty. Mio wollte wohl nicht. Jammertal. Ich guck mal zuerst hier oben. Schlangenhalsfelsen. Ach, wäre ich nur ein paar Meter weitergegangen, dann hätte ich auch einen Reisepunkt gehabt. Guck mal, ich kann auch von hier oben das da unten gut beobachten. Will mich hier halt auf jeden Fall auch mal umsehen. Mit dem Tier lege ich mich mal nicht an, der ist Level 68. Oh, da unten, da ist ein Schlachtfeld sondergleichen. Ich hoffe mal, ich komme hier runtergerutscht. Tatsächlich ja. Da habe ich mir jetzt gerade einen riesen Umweg gespart. Was ist denn da passiert? Der ist, glaube ich, passiert. Okay, aber der will mir eh nichts. Guck mal, wir haben einen ganz besonderen Zuhörer, nämlich deren Mörder. Wenn ich das richtig sehe, sind sogar beide Kameraden, also beide Seiten. Die haben sich so sehr die Köpfe eingeschlagen, dass sie den Affen wohl nicht bemerkt haben. Der hat einfach abgestaubt. Oh, jetzt haben wir hier eine Treppe. Eine Leiter, Entschuldigung. Man muss ja auch mal ein bisschen erkunden. Können ja nicht immer alles nur Questen sein. Sonst kommen diese Höhen ja gar nicht mehr nach Hause. Ist hier ganz allein gestorben.
sind nur 10 Punkte, aber man nimmt sie ja trotzdem mit, weil es summiert sich. Das ist eine Höhle. So heftig kann das Gebiet hier nicht sein, wenn hier nur Level 20er rumgammeln. Kann ich mir auch in aller Ruhe den einen Container da vorne gönnen. Und dann gehen wir mal in die Höhle. Waffe weg. Na komm, die Höhle lasse ich jetzt mal liegen. Ich muss mal ein bisschen mehr wieder an Edelsteinen schmieden. Also an Juwelen. Damit die nicht verkauft werden. Oh man, they've really gone and done it now. Okay, durch die Höhle sind wir mal gerannt wegen dem Spion, ne? Da ist ein winzig kleiner Boss. Den können wir noch verprügeln. Der ist nur Level 22. Ich glaube nicht, dass der viel aussieht. Ja, guck mal, der hat doch jetzt schon ein Viertel weg. So. Zeit fürs Erwachen. Und nochmal Ablenkfeld. Also für den mache ich, glaube ich, keine Angriffskette. Und dort. Oh, hey. Ein Boss und ein Reisepunkt. Aber außer dem Container ist hier, glaube ich, dann auch nichts mehr weiter. Aber hey, wenigstens habe ich erkundet. Ich habe es ja gerade eben mal gesagt. Man muss ja auch mal ein bisschen erkunden. So, dann gehe ich jetzt mal zur Kolonie Lambda und wenn da nichts ist, dann gehe ich zur Kolonie Tau. Also ihr seht es ja allein daran, dass ihr Lambda eventuell nicht sieht. Ich stehe jetzt hier in Kolonie Lambda und tatsächlich sehe ich hier schon mal eine Information. Können wir hier auch noch ein bisschen was machen? Eventuell. Ja, hier in der Kolonie war jetzt nur einmal Informationsquelle. Let's make the most of our break, guys. Aber wir haben ja durch Kolonie Tau noch ein bisschen was zu besprechen. Also. Das mit den autonomen Leftlisten ist auf jeden Fall von Kolonie Lambda, also hier haben wir wirklich nichts. Could you all come round for a second?
Ja, das ist praktisch. Da muss sich keiner in Gefahr begeben. Where should I start? Ja, hat doch was. Juniper hat sie am Leben erhalten. Würde ich nicht sagen. So, da brauche ich Juniper. Das sind ja beides Questen von Kolonie Tau. Dann können wir ja nächstes Mal auch noch mal bei Kolonie Tau ein bisschen was machen. Where should I start? Ja, besser als wir. Ich meine, so extrem viele Pilze, die essbar sind oder zumindest nicht giftig, gibt es, glaube ich, nicht. Das ist jetzt nicht bedingt die beste Art. Das würde ich nicht sagen. Ja. So, dann haben wir nur noch ein Gespräch vor uns. Let's lay out the facts.
Definitiv nicht. Guter Plan. Habe ich noch genügend Bonuserfahrung, um hier irgendwen zu leveln? Let's make the most of our break, guys. Ja, wir konnten ein paar Level machen. I definitely feel stronger. All right, everyone. Ich würde dann aber auch sagen, wir machen dann jetzt hier für heute Schluss. Haben ja ein bisschen was erreicht, ein bisschen was erkundet. Würde ich sagen, ist sein Erfolg wert. Kuli Lambda haben ja halt echt momentan überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, da muss ich einfach mal wirklich die Koloniestufe steigern. Vielleicht kommen dann da mal auch Questen. Auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, Leute, das Video heute, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao Leute, bis dann!